So, willkommen in Berlin und wie wir schon in Paris gemacht haben, werden wir heute mal wieder einen E-Scooter-Sharing-Dienst ausprobieren. Jetzt nicht Coop, machen wir noch später. Wir probieren Emmy aus und die E-Schwalbe. Denn E-Schwalbe gibt es ja auch privat zu kaufen, also relativ interessant, was im Vergleich zu GoGoRo nicht der Fall ist. Und deswegen wollen wir den probieren. Ich habe sie gerade reserviert bei Emmy. So, da ist sie, 459 USA. Da steht sie. Also schauen wir sie uns mal kurz an. Wir haben 15 Minuten zum Anschauen, bevor wir losfahren können. Und dann fahren wir eine Runde und sehen, wie das Ding so geht. Also, let's go. So, also da ist das gute Stück. Schwalbe wird allen, die aus der DDR kommen oder die DDR noch kennen, wir aus Berlin hier, haben sie gleich nebenan gehabt, kennen. Wie gesagt, wir haben LED-Licht, wie es aussieht. Speichenräder, große Räder, das heißt, sie sollte relativ bequem sein. Haben wir hier Govex stehen. Ansonsten das Metall oder Plastik? Das ist Plastik. Alles Plastik. Hier steht, wie man Schlüssel bedient, also Schlüssel drehen, Schalter auf links, da 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 da. Und das Display wird wohl ein bisschen schwer zu lesen sein, aber wir werden mal schauen. Bank relativ klein. Und der Vorteil von der Emmy soll wohl sein, dass das Ding zwei Himmel drin hat. Ja? Also schauen wir doch mal. Was haben wir? Kardanantrieb, so wie es aussieht. Und auch hier E-Powered by Bosch. So, also da haben wir den Schlüssel rein, da muss hier hinten irgendwo sein. Also man musste noch ein paar Fragen beantworten, das ging nicht auf. Da unten ist der Knopf, den müsst ihr aufmachen, da sind zwei Helme drin, ja, so eine Schalen. Wie gesagt, ich habe für alle, die es eklig finden, ja, ich auch. Deswegen habe ich mein eigenes Kopfdeckung dabei. Und beide sind drin. Und die Zeit läuft sofort los. Also hatte ich irgendwie nur 5 Minuten oder 3 Minuten wie bei GoGoRo. Also wir beeilen uns mal. Bremse drücken und Down drücken. Ah, Down. Go. Immer noch nichts. Ah, okay, jetzt. Also. Fahrbereit, Go. Boost. Also, was haben wir hier? Seht ihr das überhaupt? Boost, Cruise, Go, Neutral, Crawl. 67 km Reichweite, 90% Akku, 45 km/h. Wie schalten wir hier jetzt um zwischen den Modes? Up, Boost. Wer ist denn damit? Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Also, der große Helm ist viel zu groß, der kleine ist ein bisschen eng, aber ist okay. Und wir probieren es einfach mal. Hm? So, jetzt die Ampeln, deswegen, wenn der Bus losfährt, dann fahre ich auch los. So, jetzt geht's. Also, drehmomentmäßig hat sie auf jeden Fall gut Drehmoment. Ja, und wir haben LED-Licht, wie gesagt. Ja, gar nicht mal so schlecht. So. Zack, los geht's. Die geht wirklich gut. Und die ist auch wirklich bequem, weil sie viel Platz bietet für die Füße auch. Aber wir fahren ein bisschen den Kuhdamm runter. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir haben. Aber wir fahren mal so 5 Minuten hin und 5 Minuten wieder zurück. By the way, Gedächtniskirche, für alle, die es nicht kennen. Mal gucken, wie schnell sie fährt. Also, bisher Tacho 47. Mal schauen, ob es schneller geht. Okay, können wir gleich mal einen Beschleunigungstest machen. Sitzt ein bisschen hoch, also die Beine habe ich relativ weit unten und das ist ein bisschen hart vom Sitz her. Wenn man fährt, ist es okay, beim Stehen ist es, ja, geht so. Ja. Sieht massiv aus, das Teil, wenn man es vergleicht mit dem GoGoRo und dem New, die ich bisher gefahren habe. Und ja, wir schauen mal. 20, 30, 40, 45, 47. Ja, mehr als 47 schafft sie nicht laut Dach. Das heißt, es ist wirklich echte 45 wohl. Und sie hat ein ABS-Symbol, das heißt, sie sollte ABS haben.
Ansonsten fährt sich wirklich sehr bequem, muss ich sagen. Ja, Bremsen sind auch wirklich sehr gut. Wir fahren mal vorbei. Also ein Anzug hat sich wirklich gut. Ja, das muss man echt sagen. Man kann hier wirklich allen Autos wegfahren und auf jeden Fall sehr gut mitschwimmen. Halt mal ein bisschen Abstand hier. Mal die anderen Modes schauen wir uns mal kurz an. Was haben wir denn hier noch? Cruise Mode. Also das war jetzt Boost Mode, ne? Nur damit, du Bescheid wirst. Display ist ein bisschen schwer abzulesen, vor allem wenn es sonnig ist, so sieht man es okay. Man sieht auch Bluetooth, hat irgendeine Funktion mit Bluetooth. Jetzt haben wir noch 66% Akku, 63 km Reichweite. Ja, ist wirklich sehr schwer zu sehen. Also was haben wir denn hier? Neutral Crawl. Nee, also Crawl brauchen wir nicht. Machen wir auf Boost. Lassen wir auf Boost. Wenn schon. Machen wir GT3, eine G-Klasse, G63. Also gut, das ist der Kurfürstendamm hier. Das ist voll von Luxusautos und Luxusläden und hochpreisigen Immobilien. Wenn ihr viel Geld habt und das loswerden wollt, hier ist einer der Plätze in Berlin, wo ihr es machen könnt. Honda Type R, Jaguar E-Type. So, ansonsten. Eine Sache noch, die interessant sein sollte, ist, Emmy ist vor allem günstiger bei kurzen Fahrten. Und ja, wenn ihr nicht lange fahrt. Wenn ihr länger fahrt, dann wird Coupe interessanter sein. Denn da sind die ersten 30 Minuten 3 Euro. Flat, pauschal, ob ihr jetzt 3 Minuten fahrt oder 30 Minuten. Deswegen sind Kurzstrecken mit der Emmy zu empfehlen und längere Fahrten mit Coupe zu empfehlen. Je nachdem, was ihr halt bevorzugt. Einzugsgebiet von Emmy ist auch ein bisschen größer als von Coupe. Finde ich schon mal gut. Ich wohne im Süden der Stadt. Meine Eltern wohnen im Süden der Stadt, in Zehlendorf-Stegel oder Stegel-Zehlendorf. Das ist jetzt ein Großbezirk geworden vor ein paar Jahren. Entschuldigung. Und da reicht noch keiner wirklich hin. Also die Emmys reichen bis zum Walter-Schreiber-Platz. Da müssen sie abgestellt werden. Reicht leider nicht so weit. Vollbremsung. Also kein ABS. Jedenfalls nicht hinten. Hinten blockiert das Rad. Wenn ABS, dann ist es nur vorne oder ist es nicht aktiviert. Aber sie liegt wirklich sehr gut auf der Straße. Also mir gefällt das wirklich top. Vor allem man hat wirklich sehr gut Platz, vor allem auch für zwei Leute. Ne? Weil Emmy ist auch der einzige Sharing-Dienst, der zwei Helme anbietet. Wobei jetzt zum Beispiel der eine, der große, für mich zu groß wäre. Und der kleine, wenn ich den jetzt trage, dann müsste meine Frau zum Beispiel den großen tragen oder andersrum. Würde beiden nicht passen, weil dann wäre der kleine für sie zu groß, der große für mich zu groß. Ja, ein kleines Problem. Ihr könnt auch euren eigenen Helm mitbringen, wenn ihr oft selber fahrt. Aber dann müsst ihr den auch wieder mit euch rumschleppen, ne? Ja, mehr als 47 schafft sie nicht. So, Busspur darf man ja eigentlich nicht benutzen, aber das ist so common auf dem Kurfürstendamm, ne? Was ich auch gut finde, ist das LED-Licht. Ja, schönes LED-Licht mit Fernlicht-LED. Das ist gut. Und Wendekreis scheint auch nur riesiger zu sein, ihr seht's. Ja, man kann es wirklich sehr weit. Und der Lenker ist extrem breit. Ne? Hat der Rückwärtsgang drin? So, da haben wir E63. Sehr schickes Teil. Da haben wir einen G63. Hier haben wir eine E-Schwalbe. Wie gesagt, der Kudamm ist voll von Geld. Also wenn ihr Carspotter seid, guck mal, eine schöne Pagode in Weiß. 280 SL. Könnt ihr hier eine Menge Spaß mit haben. Also im Sommer vor allem. Ne? So, 16.03. Wir fahren jetzt wieder zurück, wo wir hergekommen sind, weil da steht unser Auto. Und dann beenden wir das. Also, was noch interessant ist für euch, falls ihr
eingeladen werden wollt von mir, wie auch bei Coop, habt ihr unten einen Einladungslink. Da sollte die erste Fahrt oder die ersten paar Minuten umsonst sein. Ich schreibe das nochmal unten rein. Dann könnt ihr es auch mal ausprobieren. Fährt sich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und Emmy und Eddie sind wohl dieselben. Also in Düsseldorf heißt es wohl Eddie. Sonst gibt es Emmy noch in München und in Hamburg. Das heißt, wenn ihr ein bisschen fahrt und ein bisschen mobil sein wollt in den Innenstädten von ja, den Städten, die ich genannt habe, inklusive halt Berlin, dann könnt ihr euch anmelden und ja, erstmal ausprobieren. Also wie gesagt, E-Roller fahren ist wirklich sehr, sehr geil. Es macht extrem viel Spaß. Es ist nicht laut, das ist das Ding. Man hat dieses Sohn, ihr hört es ja jetzt. Und ich kann es echt nur empfehlen. Also ausprobieren auf jeden Fall. Ansonsten, da haben wir noch einen AMG GTS. Und einen Coop-Roller, der gerade vorbeigefahren ist. Auch für Coop. Link unten, beziehungsweise links im Video. Ich verlinke das Video oben rechts zu Coop aus Paris und dann aus Berlin, wenn ich dann mal soweit bin. Und da könnt ihr euch auch mal anmelden. Also ihr könnt einfach bei beiden anmelden, kostenlos durch meinen Link. Die erste Fahrt umsonst haben und einfach mal weiter ausprobieren. Und vielleicht findet ihr Gefallen dran und wollt euch einen eigenen E-Roller kaufen. Da gibt es ja auch ein paar, die ich jetzt getestet habe und vielleicht noch ein paar mehr testen werde. Auf jeden Fall sehr lustig, sehr cool und super günstig. Also wenn ihr einen eigenen E-Roller habt, dann kostet euch das, ja, je nachdem wo ihr Strom tankt, was für einen Stromanbieter ihr habt in Deutschland, irgendwie zwischen 60 und 80 Cent auf 100 Kilometer. Ja, das kriegt ihr mit keinem Diesel, mit keinem was nicht was hin. 80 Cent auf 100 Kilometer und je nachdem was für ein Roller das ist, habt ihr so um die, ja, 40 bis 60, 70 Kilometer Reichweite. Der hat jetzt hier 60, ich weiß aber nicht, wie groß die Batterie ist, ich werde das noch herausfinden, da schreibe ich auch nochmal unten drunter, was für ein Motor drin hat. Wie gesagt, die Gogoro haben wirklich guten Anzug, weil sie auch zwei Batterien drin haben und auch vom Motor her ein bisschen stärker sind. Ansonsten, Sharing Lease gibt es glaube ich noch, in Wien gibt es die New und es wird auch die New in Paris geben und es gibt New auch in Spanien, in Madrid. Wir fahren jetzt nach Barcelona demnächst, aber ich glaube, da gibt es keinen Sharing-Dienst. Falls doch, probiere ich es vielleicht auch mal aus. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, macht super viel Laune. Einziger Knackpunkt, wie gesagt, bei Gogoro und oder bei Coop und bei Emmy ist das Einzugsgebiet. Es ist meistens wirklich nur Innenstadtlage, also hier nur Touristenspots. Und Süden der Stadt ist nicht dabei, zum Beispiel Schlossstraße ist nicht dabei. Wobei halt, wie gesagt, Emmy ist noch besser, weil sie bis zum Scheiberplatz geht. Aber leider nicht wirklich in die Außenbezirke oder die, ja, die südliche Teil von Berlins, was für mich halt wichtig wäre. Das wäre halt wirklich noch cool und würde ich mir noch wünschen, dass die weiter ausbauen. Habt ihr noch einen Gogoro, noch einen Coop? Jetzt machen wir rechts. Und das Coole noch dabei ist, ihr könnt die Dinge einfach irgendwo im Geschäftsgebiet abstellen. Guck mal, da ist eine andere noch. Und ihr packt das Ding einfach irgendwo an der Seite und fertig ist. So, dann stellen wir das Ding einfach ab. Jetzt muss man aufbocken. So, damit er keinen stört. Schlüssel ab. Box auf. Den Schlüssel da irgendwie wieder reinlegen. Oder mit dem Chip vielleicht, glaube ich. So, mit dem Chip ist besser. Den komischen Helm nehmen wir ab, machen wir zu, so wie gesagt, ich habe meine eigene Haube dabei, finde ich ein bisschen weniger eklig und dann müssen wir jetzt noch die Miete beenden, so 16 Minuten 26, end trip, confirm, sending request, zack, ihr habt es gehört, es wurde verschlossen. Jetzt dauert es ein bisschen. Wie gesagt, Bluetooth sollte an sein und sollte auch datenvertragmäßig genug haben, dass ihr das so wieder zumachen könnt oder abschließen könnt. Ja, jetzt dauert ein bisschen. Guckt, ob wir im Einzugsgebiet sind. Und das war's. Wie gesagt, wir sind 4 Kilometer gefahren und ja, das war diese Funda hier, so heißt das Ding.
und back to Emmy und dann können wir jetzt weiterfahren, ja, indem wir einfach wieder auf die Karte gehen und dann seht ihr wieder, wo wir sind, da seht ihr die nächsten stehen und so weiter und so weiter. Also, ich schütze mal wieder die Kamera. So, das war's gewesen. Wir sind die Emmy einmal Probe gefahren. Wie gesagt, Einladungscode ist unten für euch, damit ihr auch mal euch anmelden könnt und einmal Test fahren könnt. Anzug finde ich auf jeden Fall sehr gut. Würde ich vergleichen mit dem Anzug vom Gogoro Series 2, den ich in Paris gefahren bin. Das Video verlinke ich euch oben rechts. Ich weiß nicht, wo oben rechts. Da ist für euch oben rechts, glaube ich. Und macht auf jeden Fall Spaß. Bequem wegen den großen Reifen. Da knallt der 428er oder 435er noch ein bisschen rum. Und ja, die Bank ist ein bisschen hart an den Seiten, wenn man halt die Füße runterstellen muss. Aber ansonsten fahrmäßig sehr cool. Sehr stabil, breiter Lenker. Ihr halt filtern könnt ihr nicht so wirklich, müsst ihr aufpassen. Und zwei Helme sind dabei, wobei halt einer eigentlich zu groß ist und der andere dann eigentlich so passen würde. Und nehmen wir mal so um, hat es auch. Aber ansonsten, ja, probiert es einfach aus. Wenn ihr Gefallen dran habt, dann könnt ihr ja weiterfahren. Und ich würde mich bei beiden anmelden, also bei Coop und bei Emmy. Und einfach das Beste für euch raussuchen, je nachdem, wo ihr wohnt, in welchem Einzugsgebiet ihr seid oder ob ihr im Einzugsgebiet seid. Oder auch mal nach Hamburg fahrt, um vielleicht dort irgendwie einen Tag zu verbringen und wollt da ein bisschen rumfahren, dann könnt ihr den benutzen. Oder halt in München, in Düsseldorf. Das ist halt das Coole, ne? Wenn ihr bei Coop seid, könnt ihr in Paris fahren, dann könnt ihr in Berlin fahren. Wenn ihr bei Emmy seid, könnt ihr in München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf fahren. Und macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Subscriben, liken, teilen, Support ist kein Mord. Link unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim nächsten Mal. Ciao.